Liebe Schwestern und Brüder, was uns der Evangelist Lukas bewahrt hat in diesem Geschehen, was wir heute 40 Tage nach Weihnachten feiern, die, wir sehen es an den brennenden Kerzen, wie der Volksmund es dann genannt hat, die Lichtmesse. Das Fest der Darbringung Jesu im Tempel, oder wie es unsere Schwestern und Brüder aus dem Osten so schön sagen, Hypapanti, das Fest der Begegnung. Das soll auch unser Fest der Begegnung werden. Wer begegnet da wem? Was der Evangelist Lukas bewahrt hat, ist tief gedrängt von einer Erfahrung, die er schon vorfindet. In einer Gemeinde, die judenchristlich ist, die ganz so ist und sich so versteht und Jesus so versteht, wie es der greise Simeon tut. Wenn der Evangelist Lukas uns sagt, er war gerecht und fromm und wartete, die Einheitsübersetzung sagt, die Rettung Israels, wörtlich steht dort, er wartet auf den Trost Israels. Und dann ist der Nachsatz eigentlich gar nicht mehr weit hergeholt, so klingt er ein wenig fremd, und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Er war gerecht und fromm, wie wir es von Josef hörten. Das heißt, er lebt mit dem Wort Gottes, er lebt im Wort Gottes. Er lebt in dem, was Jesus schließlich selber befolgt. Die Tora, die Weisung Gottes. Aber er verschließt sie nicht, sondern er öffnet sie. Er erfüllt sie. Zu warten auf den Trost Israels, Trost ist der Name des Heiligen Geistes im Johannesevangelium. Er lebt sozusagen im Heiligen Geist, weil er im Wort beheimatet ist. Und deshalb kann er zur rechten Zeit zum Tempel gehen. Deshalb kann er in einem der vielen Kinder, die dort gebracht werden, den erkennen, auf den ganz Israel, ja, wie er dann singt, alle Völker warten. Deshalb sieht er in diesem möglicherweise schreienden Kind das Licht. Das sieht genau aus wie alle anderen. Zum Verwechseln ähnlich. Es hat keinen Heiligenschein, es hat keine besonderen Merkmale, es strahlt nicht. Es ist ein Kind. Das, was wir Weihnachten gefeiert haben. So wie Gott in diese Welt kommt. Man muss gerecht und fromm sein und vom Heiligen Geist geführt. Das heißt, man muss mit dem Wort Gottes leben. Das Wort Gottes muss auch uns Heimat werden, wie es den judenchristlichen Gemeinden, dieser Gemeinde hier, die Lukas vor Augen hat, von der er dann dieses Gebet des Simeon schon übernimmt, wie sie es tut. Es ist das dritte Gebet, das uns Lukas überliefert und bewahrt hat. Und die Kirche ist so von Anfang an voller Attraktion für diese Gebete, dass sie es sehr schnell zu ihrem eigenen Gebet macht. Morgens das Benediktus, den Lobgesang des Zacharias, abends im Abendlob den Lobgesang Mariens und in der Nacht den Lobgesang des alten Simeon. Diese Lobgesänge sind nicht einfach Texte. Wir sprechen da manchmal darüber und wir benutzen sie manchmal als Texte. Nein, sie sind Heimat, geistgewirkte und geistdurchdrängte Heimat, die uns einweisen darauf, wie auch wir Jesus begegnen sollen, wie wir ihn finden können. Ich weiß, wenn wir das heute hören, das geht uns ein wenig gegen den Strich. Alles, was geprägt ist und geordnet ist, das stört uns heute eher. Aber wenn wir genau hinschauen, auch in die Entwicklungen hinein, sehen wir doch, dass wir alles zu verlieren drohen. Jegliche Ordnung, jegliche Prägung. Jesus beugt sich der Ordnung und Prägung. Er befolgt die Tora. Er wird in den Tempel gebracht. Und so sollen es auch wir tun. Wir sollen Ordnung und Prägung bewahren und finden ihn, wie es dann der Eingangsvers, der eigentliche Introitus der Messe, sagt, wenn er den Psalm 46 zitiert. Dein Erbarmen finden wir in deinem Tempel, o Herr. Wir finden das Heil Gottes
in der Kirche, inmitten der Kirche. Mit ihren Texten, die nicht einfach nur Texte sind, sondern geistgewirkte Zeugnisse. Denn was wir in diesen Texten hören, wir haben das, als wir in den letzten Wochen über den Hebräerbrief schon nachgedacht haben, gesagt, es ist nicht Information, was wir da hören. Da müsste man sagen, mein Gott, jeden Abend beim Beten einen solchen Text, irgendwann kennen wir den ja. Wir sind bestens informiert, wir wissen, was da gesagt wird. Darum geht es nicht. Es geht um die Transformation. Es geht um das Verändertwerden, um selber geprägt werden durch das, was wir beten und was andere vor uns gebetet haben. Wie andere vom Geist geführt, wie Simeon im Tempel geprägt wurden und so dem Erlöser, dem Licht der Völker, der Herrlichkeit Israels, Christus Jesus begegnet sind. Das ist eine Aufgabe, die nicht mit dem einmaligen Geschehen damals im Tempel zwischen den Eltern Jesu, zwischen Simeon und Hanna abgeschlossen ist. Das macht der Evangelist Lukas deutlich, wenn er uns das überliefert. Wenn er uns diese Erfahrung als geistgewirktes Gebet des Simeon aufschreibt, damit wir es nicht nur lesen, sondern diese Erfahrung leben. Christus, das Licht der Völker und die Herrlichkeit Israels.